Willkommen zurück bei Syndrome. Und mir, meinem Gesicht und meiner Stimme. Und sich öffnenden Türen und Schraubzangen-Dingen, Geräten und brennenden Fässern, die erst anfangen zu brennen, wenn ich an sie herantrete. Und ja. Somit, hört mal auf, da hinten rumzuschreien immer. Ich hab genug von eurem Mist. Wir laufen jetzt weiter. Wir sollen nämlich die Zugangskarte auf der Krankenstation finden. Und das machen wir, wenn das überhaupt die Krankenstation ist. Ich glaube, es ist die Krankenstation. Da liegen wieder Günthers rum. Ich habe nämlich, das sieht schon so aus, pass mal auf. Ich habe ja ne, das Werkzeug gefunden und damit kann ich doch bestimmt irgendwas, ne? Okay, gut, ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, die Seite zu benutzen, aber klar. Deswegen ist auch der Typ der Ingenieur, Ingenieur und nicht ich, ne? Cool. Was gibt's hier? Mein Kopf explodiert. Jedes verdammte Geräusch erzeugt ein Echo in meinem Gehirn. Ich kann auch nicht mal mehr denken. Sogar das tut weh. Psst! Ich lese! Was sind das denn für Dinger? Kaputte Glotzen. Und. Und Albert Einstein. Was geht ab, yo? So, dann ja, psst. So. Hallo? Ich bin. Oh! Gunda. Warum stehen denn überall diese Roboter rum? Was ist denn mit denen eigentlich? Das macht nicht ganz so viel Sinn. Ja, ich gehe mal hier rein. Weil Leichen sind immer, dem fehlt auch ein paar und kopflos ist er auch. Es geht denn ab? Oh! Chill. Was ist das? Pistolenmunition. Ja, hätte ich eine Pistole, wäre das natürlich noch viel besser. Das will ich haben. Verbandskasten. Ich will alles haben, was ihr weg. Alles, was man irgendwie looten kann. Psst. Alles, was man looten kann, will ich looten. Kann ich den Fuß mitnehmen? Der ist doch noch gut. Den kann man doch noch essen. Na gut. Hallo? Männer, ihr habt mich jetzt geteased mit Pistolenmunition. Ich möchte jetzt auch eine Pistole haben. Alles klar? Gib mir mal eine geile Knifte. Ne? Findest du es nicht auch? Wir gucken hier nochmal rein. Wer schreit denn? Ich höre immer so. Irgendwas schreit hier rum. Nachher ist irgendein Typ, der liegt in der Ecke und hat Zahnschmerzen und nichts weiter. Gut, dass ich so viel erkennen kann, weil alles so schön dunkel ist. Ich hoffe, es geht mit der Aufnahme. Ich habe vorhin rumprobiert, ob man das Gamma nicht hochstellen kann, aber dann sieht irgendwie alles ziemlich scheiße aus. Ich weiß nicht. Liegt einfach an diesem großartigen Spiel. Das ist ja irgendwie noch dunkler hier. Was ist denn hier drin? Gut, fuck off. Wir gehen weiter. Mir kann niemand was, denn ich habe ein Zangengerät. Hallo? Ich bin. Ja, Musik. Atmosphäre und so ist okay. Wer bist du denn? Du hast wieder nichts dabei. Ach, ein Verbandkasten habe ich gefunden. Ja, okay, nehmen wir. Ist geil. Ist geil. Oh, wer bist du? Der liegt genauso wie der Typ, der. Na, ist auch egal. So, wir gucken mal hier rein. E-Mail. Nachricht 1. Oh, scheiße, ist die lang. Verstehe deine Bedenken. Warte, worum gehst du? Na gut, okay, Nachricht 1. Pass auf, Sven. Ich bin um die Crew besorgt. Jeden Tag kommen mehr Leute mit Kopfschmerzen und Schlafstörungen rein. Männer und Frauen ohne Vorgeschichte für Gewalt bekriegen sich jetzt. Was für ein Ärger! Ich sage dir, das alles hat angefangen, als die Soldaten. Was? Als die Soldaten dieses Ding an Bord gebracht haben. So lange habe ich wirklich. Was? So langsam habe ich wirklich Angst um unsere eigene Sicherheit. Robert, ich verstehe deine Bedenken. Doch es gibt keinen Grund zur Sorge. Hierbei handelt es sich um eine erfahrene Crew. Sie brauchen einfach nur ein wenig Ruhe und Erholung. Hört doch auf, mir dazwischen zu brüllen die ganze Zeit. Und Erholung, welche sie bekommen werden, sobald wir unser Ziel erreicht haben. Wir schiffen jetzt. Wir schiffen einfach nur zusätzliche Fracht. Und die Firma hat mir versichert, dass für jeden, der diese kleine Detour mitmacht, ein kleiner Bonus dabei herausspringt. Oh, das ist eine andere Nachricht. Okay. Trey. Einer unserer Patienten hat heute Schwester Sarah angegriffen. Nee, Sarah. Der Patient war gemeingefährlich und hat seine Umgebung überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Zum Glück war Sam.
vom Warenhaus auf der Krankenstation, der uns dabei geholfen hat, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Gerade so. Und Sam ist ein großer Mann. Wir brauchen hier eine durchgängige Sicherheit. So kann das nicht weitergehen. Nelly. Nelly? Nelly? Ich habe gehört, was passiert ist. Glaub mir, ich würde dort jemanden Wache stehen lassen, wenn ich genug Personal hätte. Aber wir sind bereits ausgelastet. Du weißt, wie die Dinge auf dem Schiff laufen. Ich werde später jemanden rüberschicken, der nach euch sieht, okay? Das ist wirklich das Beste, das ich gerade tun kann. Okay. Alles klar. Sicherheitsblabla. Aber ich möchte doch viel lieber einfach hier rein. Oder da rein. Oder irgendwo rein. Irgendwo rein. Außer hier. Hier liegt wieder irgend so ein Code in den scheiß Logs rum, die ich nicht gerne lese, weil lesen was für Loser ist. Ne? Und, das, huch. Und deswegen, verpasse ich hier die Hälfte, weil ich ein dämlicher Trottel bin. Darf ich da rein? Es ist so, pst. Ist doch alles doof. Diese Türen machen mich wahnsinnig. Was höre ich hier bloß immer für... War ich hier schon drin? Nee. Hallo, ein neuer Raum. Was bist du denn? Essen? Oh geil, ich habe ein Sandwich gefunden. Ja, nehmen wir doch mit. Können wir essen. Psst, nicht rumpiepen. Ich bin beschäftigt. Mit Loot. Was hier? Hallo? Das ist... Oh. Fuck you. No. No, no, no. Wir lesen einen Textlog. Der Zugangscode zur Krankenstation hat sich wieder geändert. Jetzt ist es... Ich hoffe, dass dieser neue Code länger als einen Tag anhält. Okay, es ist 111,54. Das kriegen wir hin. Jumpscare! Jumpscare! Oh! Oh, oh. Okay. Ah! Ah! Ja, oh. Okay. Warum ich solche Geräusche mache, das muss ich machen, weil sonst bin ich... Ich bin krass nervös bei solchen Spielen. Alles klar. Ihr chill, du bleibst schön liegen. Du machst Pause. So, und jetzt machen wir... Ach lol, der blendet das oben ein. Wie cool. Hör auf, das Ding zu hauen. Du sollst doch Codes eingeben. Yay! So, hallo! Access granted. This is still a British ship. Oh, du siehst aber nicht gut aus, Alter. Was ist bei dir los? Nichts Nutzvolles. Okay, oh! What the fuck are you? What the fuck? What the fuck? Diese Ho! No! Whoa, whoa, whoa! Du, was? Was? Ich hab gar nicht gecheckt, dass du das warst, Mann! Bleib stehen! Was? No! No! Es war alles in meinem Kopf. Nachdem ich mir den... Was? Nachdem ich mir Nase und Ohren abgeschnitten hatte, ging es mir etwas besser. Doch erst als ich mir die Augen ausgestochen habe, ging es mir gut. Und jetzt sehe ich sogar besser als vorher. Okay, where N? Na denn. Schön. Richtig geil. Ich gehe dann nach Hause. Ich hab... Alter, hier ist doch alles... Nee, bzzz. Yo, du stehst aber nicht auf. Bleib schön liegen, mein Freund. Essen gefunden. Geil. Das kann man bestimmt essen. Wenn das hier so an Leichen rumgammelt und rumschimmelt und vor sich hin liegt und... Wusstest du schon? Nee, ist mir egal. Hallo? Oh, bitch, you better not jumpscare me. Bitch, you better have my money. Habe ich eine Säge? Ich habe eine Säge gefunden. Keine Leute mit Sägen. Ha! Ha! Bitch, you better have my money. Bitch, was geht hier ab? Was ist denn das? Dich ist ja ein sogenanntes CT. Robert. Weskin wurde heute hergebracht. Ihm fehlten vier Finger. Die Techniker, die ihn hergebracht haben, sagten, er hätte seine Finger absichtlich in seinem Recycler gesteckt. Und hätte einfach nur lachend dagestanden, während seine Finger zermalt wurden. Zermalmt, zerschnittelt. Oh, Essen. Oh. Okay. Ha! Chill.
Chill deine Base. Wo? Fuck you. The pain. Ja, the pain. Ha! Wenn du aufstehst, ich sag dir, ich knüppel dir so hart eins mit der Zange, Junge. Ha! Nichts Nutzvolles. Das will ich dir auch geraten haben. Was ist das denn? Eine Zugangskarte. Ah, Jumpscare. Okay. Ah! Fucking Türen. Geh auf! No! No, schön Ecken laufen. Einfach Ecken laufen. No, no. Ja. Textlock. Jan. Schon straffe genug der Name. Ich habe mit David gesprochen und er stimmt mir zu. Jeder verliert den Verstand. Und es wird nicht besser. Keiner sitzt im Knast. Okay, also es gab Morde und keiner sitzt im Knast. Niemand scheint sich mehr zu kümmern. Wir verschwinden von hier. In einer Rettungskapsel. Ja, aber wie? Ich will da auch in der Rettungskapsel. Wieso darf ich das nicht? So, kein Jumpscare. Nein! Ich schreie irgendwas an. Ich weiß nicht wo, wer. Hören Sie auf! Hallo? Was ist denn? Ich warte einfach, bis die Musik vorbei ist. Mir geht's gut. Bist du das, der mich angebrüllt hat? Oder was ist hier schon wieder los? Was ist? Ich laufe einfach weg. Oh! Ihr könnt mich alle. Ich hätte bestimmt irgendwas sehen müssen, was ich nicht gesehen habe. Und jetzt war das so voll der dumme Jumpscare. Und ihr... Fuck you. Ich bleib hier bei meinem kopflosen Nick. Ich habe gar keine Lust mehr auf euch. Soll ich schon wieder kopfloser Nick gesagt? Das ist, weil ich vorhin das Let's Play von Delirium geguckt habe. Schleichwerbung. Nein, ist okay. Oh! Gott, diese fucking... Ich kletter einfach hier wieder in meinen Lüftungsschacht. Da geht's mir gut. Da fliegt mein Hut. Es geht mir gut. Ich mag Marmelade. Ich gehe jetzt einfach wieder. Ich habe gar keine Lust mehr. Was muss ich überhaupt tun? Starte die Maschine erneut. Was denn für eine fucking Maschine, Junge? Was? Ich schwör dir. Ich knüppel euch alle weg. Nee. Ich knüppel euch alle. Knüppel. Ha! Okay. Ja. Wir gucken, muss man hier? Muss man das machen? Nee. Das ist Quatsch. Was denn für eine Maschine, Junge? Egal. Gut. Denn wir finden das einfach nächstes Mal raus. Was die für eine Maschine meint. Ich wette, wenn ich beim Schneiden fällt mir dann auf, was für eine Maschine das war. Und ich bin einfach nur ein Vollidiot. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.